US-Präsident Trump sieht sich mit neuen Enthüllungen in der Russland-Affäre konfrontiert. Nach einem Bericht der New York Times habe das FBI 2017 Ermittlungen gegen Trump eingeleitet, nachdem er den Chef der Behörde, James Comey, entlassen hatte. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob Trump wissentlich oder unwissentlich für Russland und gegen US-Interessen gearbeitet habe. Die Zeitung berief sich auf frühere Mitarbeiter der Bundespolizei. Die Washington Post berichtete zudem, Trump habe, Zitat, außergewöhnliche Anstrengungen unternommen, um Details aus Gesprächen mit Russlands Präsidenten Putin zu verbergen. Zu 5 Treffen mit Putin innerhalb der vergangenen 2 Jahre gäbe es demnach keine detaillierten Aufzeichnungen. Trump selbst zeigte sich äußerst wütend über beide Berichte. Nach dem Rauswurf Comeys hatte Trump damals angegeben, er habe die Russland-Ermittlungen dabei im Kopf gehabt. Comey erklärte wiederum, Trump habe ihn bei einem Treffen im Weißen Haus um Loyalität gebeten. Eine unübliche Bitte, da das FBI auch zum Weißen Haus unabhängig sein muss. Deshalb sei die Sorge über das Verhalten Trumps dermaßen groß gewesen, dass man kurz nach dem Rauswurf mit der Untersuchung begonnen habe. Ziel der Ermittlung sei es unter anderem gewesen, zu beurteilen, ob sein Handeln eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit dargestellt habe. Tatsache ist, die Entlassung Comeys hatte dazu geführt, dass das Justizministerium wenige Tage später den Sonderermittler Robert Mueller einsetzte. Laut der New York Times übernahm er dabei auch die Untersuchung gegen Trump.